Er hätte den falschen gebaut. Ist auch wohl möglich. Vielleicht muss man denen noch eine Intelligenz geben. Das gibt es ja bei VK gibt es die Dinger ja auch. Da haben die auch so eine komische Intelligenz. So, was wir jetzt machen müssen, ist erstmal das Wasser hier reinpumpen. Frage. Oh, kommen wir damit aus, wenn ihr das. Ja, ich muss sie vorpumpen, definitiv. Ja, weil das Problem ist, wenn ich die jetzt anheize, explodiert mir der ganze Boiler weg. Das heißt, wenn ich später nicht genug Wasser in diese Boiler reinkriege, platzen mir die Dinger weg und es wird eine riesen Explosion geben, sagen wir das so. Ich hab's schon mal gemacht und es ist nicht lustig. Also für Leute, die zuschauen, ist es lustig, muss ich dazu geben. Aber wenn man dann dabei sitzt, man hat eine riesen Maschinen drum gebaut. Wie sowas. Oh, die passiert jetzt nicht viele passieren. Was würde explodieren? Der. Ja, oben die Computer werden weg explodieren. Das ist klar. Hier hat er noch nichts drin. Aber sonst. Der würde so hoch gehen. Und das will ich eigentlich nicht weiter, aber den müsste ich eigentlich an den Rand packen. Zack, machen wir hier vorne hin. Können wir hier machen noch? Da. Oder? Ja, warte. Gleich habe ich keinen Strom mehr. Ich glaube. Wir machen die da und da hin. Ziehen dann alles mittig hier rüber und bringen es dann da drüber. Die beiden verbinden. Den und den. Jetzt muss ich natürlich noch welche machen. Extract. Always. Extract. Always. Zack. Extract. Oh nein. Nicht letzter Mode. Always active. Und extract. Always active. Dankeschön. So, noch ein paar Fluids raussuchen. Fluid. Die Ender Fluids sind wir definitiv auf. Ja, und die Ecke ist dann komplett belegt, wenn man es so sieht. Ja, aber nicht mehr viel. Was am Platz ist. At Ender haben wir denn noch? So, ich schau mal jetzt davon noch so ein paar. Ne, so weit haben wir nicht mehr. Wir können jetzt das bauen natürlich. In der Fluid Conduit, wir nehmen die Fluid Conduits, die reichen glaube ich. Hier, keine Ahnung. Ein Stack. Nur zwei Stacks noch. Also reicht das. Ich dachte, eventuell muss ich dann halt vier Leitungen legen oder so. Oder halt zwei parallel. Die miteinander arbeiten. Geht ja auch. Ist ja auch möglich. Da ja. Man muss ja auch erstmal laufen, das Zeug. Aber ich will es jetzt nicht so ganz überführen. Eventuell muss ich ja noch. Oder baue ich noch ein paar Sachen, die mit Fluids arbeiten. So. Da rein. Die connecten damit? Okay. Das muss sie natürlich auch noch nicht. Ei. Achso, jetzt kann man so. Das hat die auch noch nicht. Muss ich die Strips holen? Das Strips. Zack. Die habe ich auch irgendwo gelagert. Hab ich den reingepackt. Da sind sie drin. Damit das nicht uns im Weg steht.
Oder vielleicht muss ich noch ein bisschen Kabel, Wirrwarr. Naja, ach komm. Das ist egal, dann mache ich da nachher ein Ding drum. Das sieht man das gar nicht so stark. Dahin. 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 Schon wieder so eine komische Musik, ne? Musik mag mich heute irgendwie. Ah, das hatte ich befürchtet. Dass ich einmal dagegen komme und falsch. Deswegen hatte ich das ja im Fliegen gemacht. Der connectet da nicht. Ne, die connecten jetzt nicht mehr, das ist klar. Aber die abzubauen sind ein bisschen nervig. Insert. Insert. Achso, warte, wir können hier zumachen, glaube ich. Den noch inserten. Ne, den mache ich nochmal weg. Das gefällt mir nicht. Dann will ich sie auf beide Seiten haben, richtig. Insert, 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 ja. Ich sag, dir kommt danach alles drum. Mit Covern. Dass es nur noch so ein kleiner Raum ist. Dass es nicht so ganz auffällt dazu. Oder als einzelner großer Tank gezeigt wird. Da muss ich mal gucken, wie ich mir das einfallen lasse hier. So, die laufen jetzt langsam mit Wasser an, beziehungsweise die haben jetzt kein Wasser mehr. Genau, die haben jetzt kein Wasser mehr am Stissel. Dafür will ich ja jetzt den Raum hier hinten nochmal ausheben. Muss hier nur gucken, dass ich wie viele baue. Moment, ich. Ne, die Pipes behalte ich mal draußen. Was ich mal jetzt machen möchte, ist eventuell mit dem Hammer mal doch einen größeren Raum auszuheben. 2, 3. Das machen wir jetzt hier noch dreimal. 3. 1, 2, 3. Ich glaube, wenn wir da welche hinpacken. Guck mal, hier würde einer hinpassen. Da würde einer hinpassen. Hier würde einer hinpassen. Da würde auch noch einer hinpassen. Und abgesehen haben wir eigentlich welche. Guck mal, hier in der Mitte könnten auch noch welche hin. Die auch noch da. Das würde alles weggehen. Wenn wir es nicht brauchen, sagen wir mal so. Für mich wäre das ja kein Problem, wenn ich die da hinsetze. So viele. Kennt man noch wirklich fünfe. Wenn sie nicht reicht, dann pumpe ich es halt direkt rein. Ich will nur von hinten eine Leitung legen. Und gut ist. Das soll ja eigentlich. Wir machen das so. Decke ich den hier? Decke ich das Ding da reingepumpt. Das machen wir jetzt mal. Ich glaube, hier gibt es sogar Cover dafür. Ich weiß jetzt nicht ganz genau. Wenigstens zwei. Können jetzt alle machen, aber. Brauchen wir nicht. Dann machen wir das da rein. Und den Rest pumpe ich direkt rein. Das heißt, was er überschüssig mäßig reinpumpt, pumpt er gleich wieder weg. Hätten auch einen Vorteil dagegen. Dass wir. Naja, extract nicht hier. Wir inserten hier. Muss man hier mir. Muss ich das noch einstellen, ja? Genau, der da raus. Nein, nicht insert, sondern extract by all of active, der da rein. Vielleicht müssen wir noch ein oder zwei Map-Dinger nehmen, um das rauszupumpen. Jetzt haben wir. Jetzt können wir alles machen hier. Sicher, hier guckt keiner rein und es ist egal, wie es aussieht, aber für mich muss es schön aussehen. In der Hinsicht. So. Wo ist mein Beutelchen? Der Müllentsorgung. Da kann man nicht alles schön reinwerfen. So. Dann füllen wir das alles mit Wasser auf. Da habe ich, glaube ich, noch. Backpacks sind, glaube ich, noch Wasser. Wassereimer drin. Ne, dann nehme ich halt die beiden. Machen uns komplett hier unten eine
Wasserquelle hin machen hier. 1, 2, 3. Ja, machen wir 6 Stück, oder? Ja, komm, wir übertreiben es. Ich habe keinen Strom mehr. Übertreiben jetzt ein bisschen. Wollen wir noch eine Zelle? Da ist noch eine fertige Zelle. Braucht die Strom oder nicht? Oder? Keine Ahnung. Jetzt braucht es erstmal für mich Strom. Ah ja, läuft sowieso nichts. Daher, der hat noch minus 60, warum auch immer der was verbraucht. Ich weiß nicht, was Sendus. Also, ich habe hier nichts gemacht. Sendus hat es automatisiert in dem Sinne. Aber ich weiß nicht genau, was er hier vorhat. Oder vorhatte. Oder wie er es gemacht hat. Soll ja sowieso automatisiert werden. Von daher. Was kommt denn da vorne irgendwo hin oder so? Da habe ich noch keine Übersicht oder keinen Plan, wie genau. Ich muss sagen, eben kurz. Ich mache mir eben kurz einen Cut. Und dann sehen wir uns sofort wieder.